Danke, danke. Vielen Dank für die freundliche Einleitung. Danke, dass ihr alle hier seid. Ich arbeite tatsächlich hier am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie. Das ist irgendwie 5 Minuten zu Fuß. Das heißt, ich fühle mich sehr privilegiert, dass ich auch eingeladen wurde jetzt hier und einfach nach der Arbeit schnell mal rüberlaufen konnte. Ich lasse mir noch was einfallen für die Spesenrechnung, aber das später. Also mein Vortrag ist der Neutrophil, die Superzelle. Das kann man sich eigentlich ganz schön herleiten. Was sehen wir denn hier auf der linken Seite? Einfach mal reinrufen, wie in der Schule. Fast. Eine Zelle, genau. Sehr schön. Und jetzt, was sehen wir auf der rechten Seite? Das ist jetzt eine Trickfrage, vorsichtig, aber dürft ihr auch nochmal reinrufen. Super, genau. Jetzt wissen wir also schon mal, wovon hier heute die Rede ist. Wir beschäftigen uns im Labor also mit Superzellen. Meine Kollegen und ich, wir gucken uns genau an, was diese Zellen so super macht und wie sie funktionieren. Das ist schon mal eine recht akkurate Darstellung unserer Arbeitsweise. Wir haben nicht diese Fashion-Hüte auf, aber sehr wohl diverse Vergrößerungsgläser, mit denen wir uns Zellen angucken, in Zellen reingucken, auf Zellen drauf gucken, versuchen zu verstehen, wie die funktionieren und warum sie so super sind. Ich arbeite, wie gesagt, am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie. Wir beschäftigen uns also mit Infektionserregern. Wir beschäftigen uns mit der Antwort des Körpers, also des Immunsystems auf Infektionserreger. Also wir gucken uns diese Auseinandersetzung an. Immunzelle gegen Bakterium. Sollte jetzt auch schon intuitiv klar sein hier, wer der Böse ist heute Abend in der Geschichte. Wenn nicht, habe ich hier noch einen Heiligenschein dazu gemalt. Wenn ihr euch jetzt fragen solltet, warum ein Bakterium Zähne braucht, ist es eine hervorragende Frage. Wird aber den Rahmen jetzt einfach sprengen, die auch noch zu beantworten. Wir machen einfach mal weiter. Natürlich können nicht alle Zellen im Körper sich mit Bakterien auseinandersetzen. Zellen haben ganz spezifische Aufgaben. Wir alle haben zum Beispiel Hirnzellen, sind mal mehr, mal weniger aktiv, kennen wir alle. Hirnzellen haben auf jeden Fall nicht Zeit, sich irgendwie noch mit Bakterien auseinanderzusetzen. Zellen sind wir haben sehr spezielle Zellen dafür, das sind die Zellen des Immunsystems. Zellen sind auch nicht meistens nur blaue, leere Kreise. In Zellen ist was drin, zum Beispiel blaue, leere Kreise. So sieht ein Zellkern aus, wenn man von oben auf die Zelle guckt. Normalerweise, wenn jetzt ein Zellkern so aussieht, dann spricht man von lobuliert oder gelappt. Und solche Zellkerne findet man in Zellen des Immunsystems, in ganz bestimmten Zellen des Immunsystems, nämlich in Neutrophilen. Und Neutrophile sind wahre Superzellen, wenn es darum geht, Bakterien zu bekämpfen. Bevor wir uns jetzt aber der Frage zuwenden, wie sie das wirklich machen, möchte ich einen kurzen historischen Exkurs mit euch machen zu der Frage, wie sie zu ihrem komischen Namen gekommen sind. Das als humanistisch, altgriechisch gebildet habt ihr euch jetzt bestimmt auch schon gedacht, neutral, irgendwas, also neutro, irgendwas mit neutral, viel von griechisch, philia, Liebe. Jetzt könnte man meinen, diesen Zellen sei die Liebe total egal. Weit gefehlt, ganz im Gegenteil. Es ist nämlich so, dass diese Zellen alles lieben, was neutral ist. Das muss man jetzt auch noch ein bisschen näher erläutern. Dafür gehen wir zurück ins Jahr 1880 zu diesem Herrn, Paul Ehrlich, seines Zeichens Wissenschaftler, hier auch in Berlin an der Charité, hat an Immunzellen geforscht, hat Mikroskope benutzt und hat sich Blutzellen oder Immunzellen angeguckt von diversen Probanden. Es gibt also einige Parallelen zwischen uns beiden über den Namen zum Forschungsstandort, zum Subjekt seiner Forschung. Später hat er dann auch noch einen Nobelpreis gewonnen, aber ja, schauen wir mal, wie das noch weitergeht. Er hatte auf jeden Fall 2 Farbstoffe zur Verfügung, einen basischen und einen sauren, mit denen er die Zellen unter dem Mikroskop gefärbt hat. Wenn er jetzt den basischen Farbstoff benutzt hat, hat er genau eine Population an Zellen damit gefärbt. Dementsprechend hat er diese Zellen basophile, das basische liebende Zellen genannt. Ähnliche Geschichte mit dem sauren oder aziden Farbstoff. Acidophile, das saure liebende Zellen. Wenn er jetzt, also die Zellen interessieren uns alle nicht, wenn er jetzt aber beide Farbstoffe benutzt hat, den basischen und den sauren, hat er auch eine Population identifizieren können, die sich sozusagen mit beiden hat färben lassen und die hat er nicht etwa Bidophile genannt, sondern Neutrophile, da es ihnen nämlich komplett egal war, mit welchem Farbstoff man sie färbt. Und Neutrophile, das wisst ihr bereits, erkennt man an ihrem lobulierten Kern. Jetzt haben wir also geklärt, wie Neutrophile zu ihrem komischen Namen gekommen sind, können uns der Frage zuwenden,
Was machen Neutrophile eigentlich den ganzen Tag? Neutrophile sind extrem zahlreich. Wir alle bilden 100 bis 200 Milliarden Neutrophile am Tag. Das ist eine enorm große Zahl. Wenn ihr die jetzt nicht glaubt, könnt ihr auch einfach nachlesen. Steht ja hier. Diese Zellen werden alle in unserem Knochenmark gebildet. Jetzt habe ich extra für den Vortrag hier noch einen Knochen mit reingenommen, weil wir hier in der heiligen Halle der Knochen sind. Auf jeden Fall, da werden diese ganzen Immunzellen gebildet, wandern schön in den Blutkreislauf und schwimmen einfach erstmal rum, solange nichts passiert. Alles gut. Wenn dann aber doch was passiert und ihr ahnt bereits, was das sein könnte, ein Bakterium taucht irgendwo auf, dann gehen die Neutrophile direkt in den Kampfmodus, sind auch meistens siegreich, was bedeutet, Bakterien gehen bald drauf. Das ist für uns extrem nützlich, sonst könnten wir nicht alle so gesund und munter hier sitzen heute Abend. Wie genau machen sie das jetzt aber? Neutrophile haben ein Repertoire entwickelt an Mechanismen, um Bakterien zu erlegen, die ich euch jetzt kurz näher bringen möchte und woran wir im Labor forschen. Zum einen sind Neutrophile extrem gefräßig. Sie können also, wenn immer sie irgendwie ein Bakterium antreffen, verleiben sie sich das ein, damit sind die Bakterien erledigt. Mechanismus Nummer zwei, Neutrophile haben die interessante und sehr nützliche Eigenschaft, toxisch kotzen zu können. Sie können also Moleküle absondern, die für die Bakterien auch extrem schädlich sind. Dabei gehen die Bakterien auch bei drauf, das ist schon mal gut. Ein Molekül, was hierbei entsteht, sozusagen, ist Wasserstoffperoxid. Das könnt ihr nämlich tatsächlich auch in der Apotheke als Desinfektionsmittel kaufen. Neutrophile stellen euch das jeden Tag her. Gratis, ohne irgendwas dafür zu bezahlen. Soweit, so gut. Jetzt haben wir die ersten beiden Mechanismen geklärt. Es geht aber noch weiter. Was ich ja schon gesagt habe, meistens sind die Neutrophile siegreich, heißt die Bakterien gehen bald drauf. Alles gut. Was ich noch nicht gesagt habe, meistens gehen auch die Neutrophile bald drauf. Das ist natürlich extrem schade, weil Neutrophile so extrem zahlreich sind und die ganzen toten neutrophilen Zellen dann irgendwo hin müssen, hat der Körper tatsächlich eine eigene Körperflüssigkeit entwickelt, mit denen diese ganzen Zellkörper abgesondert werden. Jetzt dürft ihr nochmal reinrufen und raten, welche das wohl ist. Wow, ich bin beeindruckt. Genau, es ist der Eiter. Eiter ist also nichts anderes als Millionen von Neutrophilen, die euch mal wieder das Leben gerettet haben, während ihr hier gemütlich mit einem Bierchen gesessen habt. Jetzt wären Neutrophile aber nicht Neutrophile, wenn sie es nicht geschafft hätten, noch aus diesem Sterben einen Prozess zu entwickeln, mit dem sie den Bakterien so richtig auf die Nerven gehen können. Das Resultat dieses Prozesses seht ihr hier im Hintergrund. Diese grüne netzartige Struktur stammt aus einem toten Neutrophil. Im Vordergrund seht ihr ein Bakterium, was Lungenentzündung auslösen kann, was sich darin verfangen hat. Und diese Struktur im Hintergrund, die sieht nicht nur aus wie ein Netz, sondern wir nennen sie tatsächlich auch Netz. Das ist nämlich die Abkürzung des englischen Namens Neutrophil Extracellular Traps, was so viel heißt wie Neutrophil außerzelluläre Fallen. Und diese Struktur, wie gesagt, habt ihr schon gesehen, sieht aus wie ein Netz. Was ihr nicht gesehen habt, sie ist garniert mit toxischen Molekülen und mit molekularen Scheren. Ein äußerst ungemütlicher Ort, also für Bakterien. Weil nämlich genau der Entstehungsprozess dieser Netz mit der Kern meiner Doktorarbeit ist, möchte ich hier noch mal kurz etwas detaillierter darauf eingehen, wie entstehen diese Netz. Es geht immer los mit dem Neutrophil, mit dem lobulierten Kern, den ihr inzwischen ja schon erkennt. Diesmal ist er gefüllt noch mit einer roten Substanz, das ist DNA. Wenn jetzt so ein Netz gebildet werden soll oder muss, dann geht es damit los, dass der Kern zunächst sich rundet, dann anfängt zu schwellen, bis er die ganze Zelle einnimmt, bis die Zelle am Ende platzt und ein Gemisch aus DNA und toxischen Molekülen zurückbleibt. Das ist, was wir ein Netz nennen, und das ist, was äußerst unbekömmlich und ungemütlich für Bakterien ist. Jetzt habt ihr hier vielleicht auch schon erkannt, DNA ist hier sozusagen in einer, okay, danke, dann komme ich zum zweiten Teil jetzt meines Vortrags. Habt ihr vielleicht auch schon erkannt, DNA ist hier nicht in der konventionellen Rolle als Speichermedium für Erbinformationen benutzt sozusagen, sondern eher als Strukturmolekül, als praktisch als Waffe, die man seinen Gegnern entgegenschleudert, ähnlich wie ein römischer Gladiator vor 2000 Jahren ein Netz benutzt hätte, um es seinen Gegnern entgegenzuschleudern. Bevor ich zum Schluss komme, jetzt möchte ich euch noch ein kurzes Video zeigen, was wir im Labor aufgenommen haben, wo wir diesen Prozess unter dem Mikroskop uns angeguckt haben.
ihr seht hier die Neutrophile, die lobulierten Kerne, hoffentlich erkennt ihr sie. Bakterien seht ihr nicht, wir haben diesen Prozess ausgelöst mit einem Molekül einfach und ihr werdet sehen, die Kerne werden zunächst rund, schwellen dann an und die Zelle wird platzen, dabei ändert sich dann auch die Farbe. Das soll sozusagen das Feuerwerk zum Abschluss gewesen sein, damit ihr mir auch glaubt. Okay, Zeit. Ich komme zum Schluss. Ich hoffe, ich konnte euch davon überzeugen, dass Neutrophile wahre Superzellen sind, wenn es darum geht, Bakterien zu bekämpfen. Und ich hoffe, dass ihr in Zukunft beim Anblick eines Pickels einfach einen Moment innehaltet und mit etwas Dankbarkeit und Ehrfurcht reagiert. Dankeschön.